Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal, ja, haben wir eine weitere Geschichte über Elizabeth erfahren bei einer der Charles Dickens Erinnerungen. Und in dieser Folge wollte ich eigentlich ja weiter in den Westen ziehen, um weitere Charles Dickens Erinnerungen zu machen. Das Problem ist, beim letzten Mal haben wir so ein kleines Kutschenrennen gemacht und dabei sind wir hier ganz in den Osten gekommen. Und ja, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal so langsam in den Westen, nehmen hier vielleicht noch ein bisschen was von dem Bezirk mit. Als erstes würde ich mal ganz kurz den Aussichtspunkt holen, dann würde ich mir wahrscheinlich diese Templerjagd holen, vielleicht noch die Kinder und dann weiter hier in den Strand-Bezirk. Aber erstmal ganz kurz den Aussichtspunkt da. So viel Zeit muss sein. Ach ja, und wir haben die Gang beim letzten Mal ein bisschen, die Rooks beim letzten Mal ein bisschen aufpoliert. Wir haben jetzt auch Schläger und Vollstrecker in unserer Gang und die sind jetzt auf Level 5 alle. Das heißt, wir haben jetzt schon deutlich bessere Möglichkeiten gegen die Blighters und wenn wir sie benutzen und in einen Kampf schicken, eröffnen die alle erstmal mit einer Salve, was sehr schön ist. Da können wir auf jeden Fall eine ganze Menge rausholen. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob hier vielleicht irgendwo die eine oder andere Truhe noch ist bei diesem Aussichtspunkt, wenn wir schon mal hier sind. Könnte ich mir ja durchaus vorstellen, dass das vielleicht hier ist. So, wir sind auch immer noch mit Evie unterwegs, weil ich einfach denke, diese ganzen Charles Dickens Erinnerungen sind so eher Evie. Weil die sagt ja, die hatte ja eher so Bock auf diesen Club als Jacob, finde ich. Deswegen denke ich, machen wir die Erinnerungen immer so ein bisschen mit Evie. So, dann synchronisieren wir mal. Was ist denn das hier, eine Heuschrecke? Auch nett. Da haben wir ein Gangquartier. Ich würde sagen, das Gangquartier überlassen wir Jacob. Das ist eher sein Gebiet. Da hätten wir noch eine Kopfgeldjagd. Aber ich befürchte fast, dass die Kopfgeldjagd uns weiter in Richtung Osten führt. Ja, so ein bisschen nach Norden. Ach komm, die nehmen wir mit. Holen wir uns das Kopfgeld. Gucken wir mal, wie wir da ran können. Und dann machen wir wieder auf in Richtung Westen. Nehmen vielleicht die Templerjagd noch mit und die Kinder, die wir da befreien können auf jeden Fall. Und gucken mal, dass wir vielleicht sogar noch bis zu Charles Dickens kommen. Ich werde wahrscheinlich dann jetzt auch mich hüten, irgendwelche Kutschenrennen oder irgendwelche Frachtdiebstähle oder Eskorten zu machen, weil das Problem bei den Dingern ist halt immer, dass die mich irgendwo hinbringen, wo ich es vorher nicht weiß. Also, ich meine, die Fracht bringt man zwar immer an vorgegebene Orte, aber man weiß ja nie, wo diese Orte immer zwingend sind. Deswegen, ja, kann es dann immer passieren, dass man dann plötzlich an einem Ort landet, wo man gar nicht sein wollte. Wobei man natürlich sagen muss, die Kopfgeldjagd kann mich jetzt auch an so einen Ort bringen, weil ich da den Typen ja irgendwo hinbringen muss. Jetzt sag bloß, die Rooks greifen gerade an da unten. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass da schon ein bisschen was losgeht. Gut, ich hätte nichts dagegen. Dann hätte ich weniger zu tun. Sind da zwei Leute drauf? Ne, der eine ist unten. Dann kümmern wir uns erstmal um den Scharfschützen da. Und zack. So, wo ist denn jetzt unser Ziel? Ist eigentlich gar nicht schlecht, sag ich mal, dass eigentlich gar nicht schlecht, dass wir David O'Donnell, dass die Rooks jetzt angreifen, dadurch ziehen die ein paar von den Gegnern hier weg. So, wie hole ich mir dich jetzt am besten? Da sind zu viele Leute drumrum, um dich einfach zu schnappen. Die muss ich wahrscheinlich erstmal erledigen. Am besten so, dass er es nicht sieht, sonst könnte es sein, dass er dann keinen Bock mehr hat. Der bewegt sich jetzt gerade zu sehr darüber, nicht so schön. Warte mal, er geht jetzt eh darüber. Weiß nicht, wie das gerade am besten wäre, glaube ich. So, jetzt können wir uns, glaube ich, erstmal sie da holen. Tschüss. Und jetzt den Dicken da. Ach Mist, hat er sie gesehen? Ich glaube ja. Sehr schön. So, da ist er, der Typ. Ach Mist, der hat jetzt auch was gesehen, das ist nicht so schön. Muss der halt mit seiner Melone auch dran glauben. So, aber jetzt kann ich, wenn der die Typen jetzt sieht, kann ich mich hinter ihn machen. Ich hoffe mal, der da merkt nichts. Hat er es gemerkt? Ach, da ist immer das Problem bei den Kopfgeldjagden.
So, jetzt gucken wir mal, wo du dich am besten hinbewegst. Freundchen, jetzt habe ich echt viele von den Teilen verbraucht, von den Wurfmessern. Und ganz vorsichtig. Und bam. Du wärst mein. Hey! Wer bist du? Lass mich los! Sie machen zu viel Lärm. Warum halten Sie mich fest? Sie stehlen Orgelpfeifen, darum. Charles Babbage wäre stolz auf uns gewesen und diese furchtbare Musik mag eh keiner. Wow. So habe ich das bisher noch nicht gesehen. Also wollen wir ihn doch nicht entführen oder was? Na, ich denke mal schon. Schön uns das Kopfgeld holen hier. So, aus dem Bezirk wären wir schon mal. Dann kloppen wir ihn hier rein. So, und dann müssen wir gleich weg. Hilfe! Bruder, hilf mir! Nein, dir hilft keiner, Freundchen. Lassen Sie mich doch gehen! Nö, bin ich voll dagegen. Ich rekrutiere die mal hier. Wenn wir die schon mal hier eh auf der Kutsche sitzen haben, kann ich die auch gleich rekrutieren. Warum nicht, ne? Dann hilft sie uns auf jeden Fall, beziehungsweise kann ich sie irgendwo draufhetzen. Ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. So, dann einmal hier rum und dann jetzt wahrscheinlich hier in die Gasse fahren. Wir übergeben die Leute komischerweise immer in irgendwelchen Gassen, habe ich das Gefühl. Irgendwie komisch, wenn man überlegt, dass wir das eigentlich für die Polizei machen, dass wir die Typen dann in irgendwelchen Gassen abgeben hier. Bitte, bitte kein Problem. Oh, es gibt bald neue Revolver, das ist natürlich schön. Weil jetzt bin ich hier unten gelandet, ey. Ach, genau das. Bei der Kopfgeldjagd landet man auch gerne irgendwo, wo man nicht unbedingt landen will. Na gut, dann würde ich aber sagen, das Gangquartier, wie gesagt, das überlassen wir mal Jacob. Wir überlassen hier auch einen Teil für Jacob, aber diese Templerjagd, da können wir uns ja auf jeden Fall mal holen. Und vielleicht, warte mal, kurz die Wurfmesser wieder auffüllen. Ach verdammt, hier komme ich nicht durch. Okay, kurz mal alles auffüllen. Soll ich die verdammten Verbrecher da jetzt holen? Ach, was soll's. Ich hätte jetzt am liebsten gerne eine Kutsche, mit der ich da hinfahren kann, muss ich sagen. Da wäre eine Frachteskorte, aber wie gesagt, das Problem bei den Frachteskorten ist, dass man nie so wirklich weiß, wo man eigentlich im Endeffekt rauskommt. Deswegen lassen wir das mal. Wie gesagt, das Gangquartier würde ich gerne für Jacob lassen. Das ist eher sein Revier, wenn ich mal ehrlich bin, weil da kann auch immer mal was schief gehen und dann kann sich Jacob schön austoben. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? So, jetzt bräuchte ich mal hier eine Kutsche, Freunde. Irgendwo hier muss es doch eine Kutsche geben, die ich mal nutzen kann. Hier fährt aber auch keiner von unseren Leuten rum, oder? Also gerade hatten wir eine, da steht eine. Ich glaube, die ist leer. Oder die hier. Die sind scheinbar beide leer. Nehmen wir die. Die kleine wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, aber... Naja, gut, was soll's. So, dann auf zur Templerjagd. Da rechts hätten wir scheinbar wieder einen Frachtdiebstahl, wo wir sogar in gegnerischem Gebiet anfangen müssen. Aber okay. Alles kein Problem. So. Und da ist sie dann auch schon, die Templerjagd. Dann gucken wir mal, wen wir hier umbringen müssen. Ich habe doch gerade gebremst, wen wir hier umbringen müssen und vielleicht sogar auch wie. Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich mich ja auch um das Wie kümmern. Je nachdem, wie es aussieht, das Wie. So. Dann lass mal sehen. Erstmal um Scharfschützen kümmern. So wie den da. Ach, guck mal, da haben wir sie. Zwei sind das scheinbar, oder? Big Pete. Charlie ihren eigenen Bruder töten lassen. Ja, wir haben zwei Gegner. Das da ist dann wahrscheinlich Charlie. Ja. Okay, das heißt, ich muss sie mit dem Halluzinogen einfach treffen. Na gut, das sollte ja jetzt nicht so das Problem werden. Erstmal hole ich mir den Scharfschützen da. Oder die Scharfschützin. So. Jetzt muss ich einen guten Punkt finden. Wo ich Charlie am besten... Ich muss mal kurz gucken, wo Charlie so rumrennt. Hier sind ein paar offene Fenster. Da könnte ich die Halluzinogenbolzen theoretisch reinhauen. Ich hoffe mal, die da unten sieht mich jetzt nicht. Ich meine, ich kann mich natürlich auch ins Haus machen, aber wenn eh Charlie ihren eigenen Bruder töten soll... Okay, Charlie ist die Level 6erin. Die steht gerade am Fenster. Durchs Fenster kann ich, glaube ich, nicht das Ding schießen, oder? Nee. Mist. Ich kann natürlich auch versuchen, einfach den Bruder
den Bruder. Wir probieren es mal mit dem Bruder, vielleicht klappt das. Ich glaube, das war ein ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt wahrscheinlich wird er sich eher auf die ganz normalen Typen stürzen und nicht auf Charlie direkt. Und damit wird Charlie ihn nicht töten. Der haut die Leute schon mal ganz gut um. Komm schon, Charlie. Kriegst du es mit? Ah, ich glaube, das ist nicht gut gelaufen. Ah, ich glaube, der ist tot. Gut, das hat nicht geklappt. Gut, dann müssen wir Charlie jetzt irgendwie erledigen. Das wäre natürlich cool gewesen, aber es hat so nicht geklappt. So, dann jetzt ganz vorsichtig. Ist da noch jemand drin? Und tschüss! Hat leider nicht geklappt. Charlie hat nicht ihren eigenen Bruder getötet, aber okay. Hätte klappen können. Ich hätte halt Charlie irgendwie ans Fenster locken müssen, zum Beispiel mit einer Toten. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen und dann Charlie. Aber selbst dann ist es halt nicht wahrscheinlich oder nicht unbedingt nötig. Oder es hätte ja passieren können, dass sie trotzdem irgendwie anders stirbt, weil sie ihren Bruder gar nicht findet. Ich glaube, das wäre hat nicht geklappt, aber mein Gott. Wir haben ein meisterhaftes Rubin-Kukri gekriegt. Sehr schön, das ist was für Jacob. Das sehen wir uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Teil befreit. Den Bezirk haben wir schon relativ gut bearbeitet, würde ich sagen. Hier fehlt echt nicht mehr viel. Ich würde sagen, um diesen Bereich kümmert sich dann irgendwann mal Jacob. Und wir kümmern uns jetzt tatsächlich noch um diese Kinder da. Ich könnte noch eine Frachteskorte machen. Ich weiß halt immer nicht, wo ich da rauskomme. Ach komm, scheiß drauf. Wenn die jetzt hier schon direkt daneben ist, dann kriegen wir auch ein bisschen Bonus wieder bei Ned. Halt, meine Gute. Lass mich mal fahren. So, gerade so verteidigt noch. Und jetzt kommen sie natürlich. Ein bisschen ducken, Freunde. Ach Mann, warum müssen wir denn ausgerechnet durch die engsten Gassen fahren, Freunde? Ja, um die Leute abzuhängen, das ist natürlich an sich eine gute Idee. Aber ich finde das gerade irgendwie nicht ganz so clever. So, wir haben sie schon mal ein bisschen abgehängt, aber ich glaube, sie holen wieder auf. Sie holen, glaube ich, wieder ein Stückchen auf. Das ist nicht ganz so schön. Ja, gut, die brauchen aber ewig, um wieder aufzuholen, ey. Dabei haben sie die deutlich bessere Kutsche. So, ich muss ja nur den Typen jetzt schnell... Ach, jetzt kommen zwei, ehrlich? Stirb schon. So, und jetzt du bitte. Huch, wo ist denn mein Typ jetzt gelandet? Ist der runtergefallen oder was? Wurde der runtergeschossen? Naja, gut. Scheiß drauf, konnte ich nichts machen jetzt. So, hätten wir die Fracht auch abgeliefert. Sehr gut. Ich meine, kriegen wir wieder ein bisschen Bonus bei Ned. Kriegen vor allem wieder ein paar Materialien. Na gut, Materialien sind das echt nicht viel, aber ein bisschen Geld. Da kann man ja nichts gegen sagen, ne? Gegen das Geld. Hier war auch gerade eine Kutschfahrt in der Nähe. An sich hat die beim letzten Mal schon Spaß gemacht. Die würde ich gerade nochmal machen. Oh, guck mal, da geht ordentlich Verbrecher ab hier. Da wird jetzt mal hier ordentlich geprügelt, Freunde. Was? Ich war doch mitten in der Animation. Wie konnte der mich angreifen? So, ist auch egal. Oh, jetzt geht's hier los. Bandenkrieg in Whitechapel. Und das, obwohl wir Whitechapel schon zurückerobert haben. So, hier war doch gerade irgendwo... Wisst ihr was? Ich meine, wir machen das einfach mal. Hier ist gleich wieder ein Frachtdiebstahl in der Nähe. Geil. Nee, aber ich würde ganz gerne das Rennen tatsächlich machen. Wenn wir schon mal hier sind, Herr Topping. Sie haben wirklich Mucken. Schnell jetzt. Das Rennen geht gleich los. Das hat ja doch irgendwo Spaß gemacht beim letzten Mal, muss ich sagen. Und Robert Topping gibt uns gute Sachen, glaube ich. Vor allem Stockdolche für Evie. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da kann man mal mitmachen. Gucken wir mal, ob das so gut klappt wie beim letzten Mal. So, diesmal ist der Start auf jeden Fall schon mal besser gelungen als beim letzten Mal. So, wie gesagt, gar nicht so sehr mit den auf Platz 2 und Platz 1 und auf Platz 3 beschäftigen. So, sehr schön. Da habe ich relativ schnell die Führung übernommen. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich sie nur noch halten.
So, dann einmal nach links. Haben die hier sogar die Straßen für diese illegalen Straßenrennen abgesperrt oder was? Ich meine, die können ja nicht legal sein, oder? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, hier schön schnell durchgezogen. Wir haben schon einen ordentlichen Vorsprung. Okay, jetzt müssen wir links. Das Problem ist, diese Rennen dauern immer eine ganze Weile. Das heißt noch lange nicht, dass wir ordentlich... nur weil wir jetzt ein bisschen Vorsprung haben, heißt das noch lange nicht, dass wir gewonnen haben. Geil. Ich hoffe mal, die Blighters gehen mir jetzt nicht zu sehr auf den Sack. Die kann ich nämlich jetzt gar nicht gebrauchen bei so einem Rennen. So, komm schon. Ja, gut, die Kurve genommen. Ich weiß nicht, wie gut die im Endeffekt die Kurven nehmen können. Oh, sehr schön, da ist gerade eine Feuerwehr. Die könnte denen, die hinter uns sind, ein bisschen Probleme bereiten. Und einmal rum. Selbst mit einer... Man kann hier selbst mit Kutschen driften. Ich glaube nicht, dass das normalerweise so möglich ist, aber scheiß drauf. Wir machen das einfach. So, jetzt da links rum. Ah, der hinter uns lässt echt nicht ab, muss ich sagen. Das könnte echt noch knapp werden. Ah, jetzt kommen die in einen kleinen Streit, oder? Nee, der dritte überholt den einfach. Alter, ist der Typ schnell drauf. Wo holt er auf einmal diese Geschwindigkeit her? Komm schon, jetzt auf die Brücke. Jetzt den Vorsprung halten. Bloß jetzt halten, ey, ganz ehrlich. So, ich habe hier ein bisschen Glück. Er muss jetzt ein bisschen abbremsen. Sehr schön. Da vorne ist schon die Ziellinie. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Den nicht von rechts noch überholen lassen. Sehr schön. Das wird schon wieder so ein Foto-Finish, ey. Aber es sollte gereicht haben. Meine Güte, ey. Alle sind immer viel zu knapp hier. Glückwunsch zu Ihrem Sieg. Danke. Bei dem kommen wir echt gut voran mit dem Loyalitätslevel. Lustigerweise vor allem mit Eevee. Aber okay. Gut. So, wo sind wir jetzt eigentlich blöderweise gelandet, ist die Frage. Jetzt sind wir hier irgendwo mitten auf der Themse gelandet. Ich glaub's auch, ne? Ich wollte doch eigentlich zu Charles Dickens. Ach komm, das können wir auch noch später machen. Dann würde ich einfach sagen, machen wir uns jetzt auf in Richtung Süden. Dann machen wir das in der Folge noch, uns auf in Richtung Süden. Anstatt jetzt hier groß das noch zwingend mitzunehmen. Wir können das ja immer noch später mitnehmen. Es läuft ja nicht weg, ne? Ich sag so, ich hätte es gern gemacht, aber ich sag jetzt auch, was gibt's denn hier unten zu holen? Ist das ein Gebiet direkt? Also so ein Templergebiet oder sowas hier? Wenn wir schon mal hier sind. Weil wenn das so Sperrgebiet ist, heißt das ja in der Regel, dass das irgend so ein Gebiet ist für die Rückeroberung des Bezirks. Ja. Captain Hargrave der Zweite, die Leiche der Zielperson in die Themse werfen. Ah, okay. Das heißt, das ist eine Templerjagd. Gut, damit sollte ich ja fertig werden. Das heißt, einfach nur töten und dann in die Themse den Typen werfen. Ich sag mal so, das sollte an sich machbar sein. Das klingt relativ machbar. Ich würde sagen, ich mache das per Seilrutschen-Attentat, oder? Mal ganz kurz gucken. Wurfmesser. Aber so weit komme ich nicht, ne? Ja, ich würde fast sagen, da drüben sind zwar auch noch welche, aber ich mache ein Seilrutschen-Attentat auf den Typen, erledige vielleicht dann noch den Dicken und werfe ihn dann gleich da in die Themse. Machen wir das Ganze flott. Und tschüss. Der Dicke kommt. Ich hoffe, die anderen haben jetzt nichts gemerkt. Normalerweise wäre ich jetzt natürlich einfach verschwunden. Ah, da war ich schon auf dem Konter, aber der war noch schneller, ey. Normalerweise sage ich so, wäre ich jetzt natürlich einfach verschwunden. Aber ich soll den Typen ja noch schnell in die Themse werfen. So, weißt du was, Frau, damit du mich gar nicht erst siehst. Ist da noch eine zweite Frau? Hat die was gemerkt? Die ist ein Scharfschützin, oder? Na, ganz großes Kino. Ah, die sollte mich nicht sehen. So, nehmen wir den Typen mal schnell. Und werfen ihn hier rein. Sehr gut, haben wir das mitgenommen. Jetzt muss ich hier bloß noch irgendwie wieder weg. Nein, ihr braucht mich nicht schnappen. So, und jetzt darüber. Da geht's nicht rüber. Schlecht, aber darüber. Bevor die Typen noch irgendwas mitkriegen. Oh, hier gibt's auch noch einen Aussichtspunkt. Komm, dann nehmen wir den auch gleich noch mit. Machen wir in der Runde mal ein bisschen Aussichtspunkte. Was kriegt man als nächstes? Oh, den großen Messerbeutel. Das gefällt mir. Da haben wir die Themse wieder ein bisschen zurückbefreit hier. Ich meine, das ist ja auch ein Bezirk. Da können wir die auch mal langsam zurückholen. Ich meine an sich, man muss ja schon sagen, hier in dem Bereich haben wir eigentlich schon eine ganze Menge auch zurückerobert, ne? Ich meine, hier fehlt jetzt auf der Themse hier noch ein Bereich. Und
im Prinzip auf der Themse fehlen nur noch 3 Bereiche. Dann haben wir auch die Themse schon zurückerobert. Muss man ja mal sagen. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlecht. Da drüben wäre der Aussichtspunkt. Komme ich da irgendwie sinnvoll hin? Ich könnte auch gleich mal wieder gucken, ob ich Eevee ein paar neue Fähigkeiten geben kann. Vielleicht kommen wir dann auch schon bald auf Level 5. Ja, ich glaube... Hier gibt es halt blöderweise nichts. Huch! Was ist das denn? Ich glaube, da fehlt ein Boot. Das sieht komisch aus. Ich müsste jetzt... Na komm, okay. Gehen wir mal runter. Ich wollte jetzt eigentlich nicht zwingend ins Wasser springen, aber okay. Hier mal hoch ganz kurz und dann einfach mal darüber. Müssen wir jetzt ein bisschen schwimmen, was soll's. Ist zwar eigentlich nicht so mein meine Lieblingsbeschäftigung zu schwimmen, aber was soll's. Ich glaube, hier wäre ich jetzt, ich wäre hier theoretisch auch ganz ohne Schwimmen hingekommen, glaube ich, aber mein Gott, ne? Oh, guck mal, eine Kiste. Und zack. Einmal Chemikalien. Und dann nichts wie rauf da. Und dann holen wir uns auch diesen Aussichtspunkt. Und synchronisieren. Sehr schön. Und dann holen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, die anderen Aussichtspunkte noch ein bisschen im Süden. Nehmen vielleicht da auch wieder ein paar Gebiete mit. Und ja, machen uns weiter auf in Richtung Süden. Wie gesagt, die ganze Sache mit Charles Dickens machen wir dann irgendwann ein andermal. Aber ich würde sagen, so viel erstmal von dieser, ja, von dieser Folge. Und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter in Richtung Süden. Bis dahin. Ciao.